Die Stadtsparkasse Remscheid ist ein großes Kreditunternehmen mitten in der Stadt. Also viel mittiger kann man kaum sein, außer dem Rathaus vielleicht. Und dort wird viel ausgebildet. Jetzt sprechen wir über den Beruf der Bankkauffrau, des Bankkaufmannes in Zeiten, wo immer mehr auch online gemacht wird. Also da kommen ganz neue Zweige hinzu. Ich freue mich sehr, dass wir eine Auszubildende im zweiten Lehrjahr haben. Das ist Celina Müller. Celina oder Celina? Celina. Celina Müller und Emre Kaya, gleiches Jahr, gleicher Jahrgang Bankkaufmann im Ausbildungsjahr, auch im zweiten. Richtig. Und sozusagen die Chefin der Ausbildung, Jutta Müller-Fricke, herzlich willkommen. Ein paar Worte zur Stadtsparkasse. Jeder kennt sie natürlich. Ein großes Unternehmen in der Stadt hier. Mit wie vielen Mitarbeitern? Mitarbeiter und davon 20 Auszubildende. Und bilden halt in drei Berufsbildern aus, aber es ist tatsächlich so, dass Bankkaufmann, Bankkauffrau immer noch unser Hauptausbildungsberuf und ist. Und der zweite oder dritte Punkt, den ich eben gesehen habe, das ist das im Grunde IT im Unternehmen, also genau. Computerwartung und das alles miteinander funktioniert. Das ist ja im Bankbereich, wie ich höre, nicht ganz unwichtig. Das ist, wie wir auch gerade jetzt in Corona-Zeiten merken, sehr, sehr wichtig, dass wir da auch virtuell unterwegs sind, digital. Aber analog ist die Beratung natürlich auch immer noch wichtig, klar. Celina, warum bist du Bankkauffrau oder möchtest du Bankkauffrau werden? Ja, weil ich einfach unheimlich viel Spaß an Mathe und Rechnungswesen hatte. Und da stand für mich das Bankinstitut auch direkt an erster Stelle. Und ich arbeite auch unheimlich gerne mit Menschen, versuche eine Lösung für Menschen zu finden, die wir denen natürlich auch bieten können mit unserer Hilfe, gerade im Finanzbereich. Mit Rechnungswesen hat man damit auch schon vor so einer Ausbildung zu tun gehabt, oder? Ja, also ich habe mein Fachabitur in Wirtschaft und Verwaltung gemacht. Ah, okay, dann hattest du schon eine Vorahnung. Genau, ja. Hier in der Schule oder wo war das? Nee, am Berufskolleg in Wuppertal. In Wuppertal. Genau. War das schwierig, eine Lehrstelle zu bekommen? Eigentlich nicht. Ich glaube, mit der Frau Müller-Fricke ging das eigentlich ganz schnell. Aha. Ja. Okay. Emre, wie bist du in diesen Beruf gekommen? Also ich habe ursprünglich auch Lehramt studiert. Ich habe quasi erst mal 2 Jahre lang studiert, bevor ich zur Sparkasse gegangen bin. Ich habe halt während des Studiums gemerkt, okay, das ist nicht so wirklich meins, das ist viel zu theoretisch. Und ich wusste schon immer, dass ich eigentlich so den Kontakt zu den Menschen sehr gerne oder sehr gerne habe oder auch sehr gerne mag. Und dann habe ich mich halt ein bisschen erkundigt und die Sparkasse war für mich am attraktivsten. Dann habe ich mich auch einfach beworben und lief auch alles ganz geschmeidig eigentlich. Was mir auffällt, man könnte ja wahrscheinlich auch eine ganze Menge Jobs in der Sparkasse haben, die in den oberen Etagen stattfinden. Da sitzt man nur am Computer. Aber beide habt ihr genannt, ich möchte mit Menschen zu tun haben. Schon wichtig. Also für mich ist es sehr wichtig. Ich merke auch gerade, also wir haben auch interne Abteilungen. Ich bin gerade intern eingesetzt und ich vermisse schon den Kontakt zu den Menschen. Ich würde schon sagen, dass ich eher so der Vertriebler bin. Ich rede gerne mit den Menschen, ich berate sie auch gerne und ja. Das heißt, da geht es zum Beispiel um Baufinanzierung. Aber es gibt auch einfach unten in der Halle gibt es ja viele Sachen, die man mit den Kunden und Kundinnen dann erledigen muss. Und das macht dir auch Spaß zum Beispiel. Ja, also man erlebt in den Geschäftsstellen auch einen vielfältigen Alltag. Also es kommen Leute, die haben Probleme mit ihrem Online-Banking. Dann sind wir natürlich auch für die Kunden da und versuchen da auch zu helfen. Und auch wenn es nur um eine einfache Barauszahlung geht, da helfen wir den Kunden auch. Dafür sind wir auch vor Ort. Frau Müller-Fricke, ist denn der Bankkaufmann, die Bankkauffrau noch überhaupt ein Beruf der Zukunft? Ich lese so viel von Start-up-Banken, die haben gar keine Filialen mehr. Das macht man dann mit einer Foto-ID, kann man das Konto eröffnen. Und man sieht nie einen Menschen, hat allenfalls am Telefon, aber meistens nicht mal das mit denen zu tun. Und trotzdem gibt es noch Sparkassen, Volksbanken, andere Geschäftsbanken. Also das ist auf jeden Fall eine absolut gute Frage und die stellen mir die Bewerber und Bewerberinnen im Vorstellungsgespräch natürlich auch. Und da kann man nur sagen, ja, es ist ein Beruf mit Zukunft, weil Finanzdienstleistungen wird es immer geben. Es gibt im Moment noch Bargeld, wer weiß, ob das irgendwann vielleicht nicht mehr da ist, das kann ich nicht beantworten, aber Finanzdienstleistungen wird es immer geben und ich glaube, die Stadtsparkasse Remscheid zeichnet sich insbesondere gegenüber diesen nur digitalen Banken eben noch durch die Kundennähe aus, durch den Kundenkontakt, durch auch ein Stück weit die Menschlichkeit. Wir sind ja auch sehr sozial unterwegs, bei uns bekommt wirklich jeder ein Konto, egal ob jung, ob alt, ob reich, ob arm.
ob eben, keine Ahnung, Migrationshintergrund oder nicht. Also ich glaube, da ist die Stadtsparkasse Remscheid schon auch einfach ein Vorbild in der Branche und wir sind also nicht umsonst auch hier im Privatkundenbereich in Remscheid ja Marktführer. Mhm. Von daher scheinen das unsere Kunden hier genauso zu sehen und ich glaube ganz bestimmt, dass das auch in 10 Jahren noch der Fall sein wird. Dann darf ich von mir noch hinzufügen, so eine Stadtsparkasse ist auch wichtig für das soziale Gewebe der ganzen Stadt, denn die schütten sehr, sehr viel in Kultur und Sport und andere Dinge aus. Ich habe mit meinen Veranstaltungen auch ein paar Mal davon profitiert und ich muss sagen, die Stadtsparkasse war immer, ich sage es gerne, auch die Volksbank auch, immer tolle Partner, wenn es darum geht, ein lokales Bankunternehmen zu haben. Das sollte man an der Stelle dann auch mal sagen. Wenn man so ein im Vergleich zu den Großbanken ein überschaubares Unternehmen hat, dann halt, man lernt auch die Kunden kennen und begleitet die dann zum Teil auch über Jahre. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt auch, oder? Ja, also die Kundenbetreuung fängt ja wirklich meist auch im jungen Alter an. Wenn die Eltern kommen und sagen, sie möchten für ihr Kind ein Konto haben, dann bleiben die auch meistens bei uns, weil sie es gewöhnt sind, zu uns zu kommen. Und die Sparkasse, die sieht man ja auch überall. Mhm. Und die Kundenbetreuung bleibt meistens tatsächlich vorhanden und wird dann auch durchs Studium, durch die Ausbildung bis ins feste Arbeitsverhältnis begleitet. Und wenn man dann das Haus baut, bleibt man dann auch gleich dabei. Genau, das stimmt. Ich kann mich noch gut erinnern, früher gab es den Weltspartag. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Damals gab es auch noch ordentlich Zinsen. Da bin ich dann mit meinem Sparschwein in das alte Sparkassengebäude, jetzt wo heute das Allee Center steht, marschiert. Und dann wurde das da kaputtgeschlagen. Dann ging das aufs Konto und dann bekam man meist noch ein lustiges Geschenk dazu. Das war irgendwie schön. Man fing so als Kind schon an zu sparen. Sparen ist jetzt im Augenblick ja nicht mehr so richtig attraktiv, weil es so gut wie keine Zinsen gibt. Aber ihr kennt dann auch andere Möglichkeiten, was weiß ich, ETF sparen oder was immer es gibt. Das stimmt. Also wir haben ja den Verbundspartner, die DK Bank. Das heißt, die Kunden, die wirklich auch sparen möchten, auch nachhaltig sparen möchten, das heißt nicht nur als auf kurze Sicht, sondern auch langfristig, die können sich auch bei uns kostenlos beraten lassen dazu und sich dann eben in Richtung Wertpapiere, Anleihen, Aktien, was auch immer, oder halt auch die Fondssparpläne, ETFs auch dazu beraten lassen und das ist quasi auch so die Zukunft. Also wie Sie schon sagten, die Zinsen, die gibt es ja nicht mehr so aktuell und da sind wir aber auch sehr modern und sind dann auch halt mit der Zeit mitgegangen und haben uns dann für die Beratungen Wertpapiere entschieden. Wenn ihr jetzt mit euren Freunden über eure Berufswahl sprecht, müsst ihr dann immer schon zugeben, das ist schon nur was für Zahlenmenschen oder kann man auch mit anderen Fähigkeiten in eine Sparkasse kommen? Also ich finde persönlich nicht, weil im Vordergrund steht jetzt nicht unbedingt das mit den ganzen Zahlen. Wenn man später die Ausbildung beendet hat und dann im Vertrieb arbeitet, dann hat man eigentlich nur mit Menschen zu tun und versucht eine optimale Lösung für Menschen zu finden, die das Bedürfnis haben, zum Beispiel einen Kredit, also eine Finanzierung bräuchten. Und da werden wir auch von Systemen unterstützt, also da sind wir auch sehr digital unterwegs. Das heißt, wenn jetzt jemand nicht so ganz der Mathefreund ist, haben auch diese eine Chance bei uns. Mhm. Wer hat die größten Chancen bei Ihnen, Frau Müller-Fricke? Bei uns, also ich denke, jeder, der wirklich kann und auch will, der hat bei uns auf jeden Fall große Chancen, ein Teil der Sparkassenfamilie auf Dauer zu sein. Und ich glaube auch, dass wir, was Sie auch eben ansprachen, Herr Kläuser, dass eben heute auch der Wille zur Veränderung unbedingt dazugehört, weil auch wir haben natürlich mittlerweile andere Möglichkeiten gefunden, untereinander zu kommunizieren. Wir führen zum Beispiel im Moment unsere Ausbilderrunde in einer Telefonkonferenz durch über ein Tool, das heißt Fast Viewer, sodass wir also auch trotz der räumlichen Distanz einfach eine menschliche Nähe haben. Und ich muss das, glaube ich, hier gar nicht sagen, gerade die jungen Leute, das sind die Digital Natives und die finden es, glaube ich, großartig, dass sie dann auch solche modernen Tools an die Hand bekommen. Mhm. Und wenn die bei uns bleiben wollen, sehr, sehr gerne. Und Sie brauchen auf jeden Fall das Abitur oder kann man sich auch mit einer guten mittleren Reife bei Ihnen vorstellen? Und Sie haben ja auch, glaube ich, innerhalb der ganzen Sparkassenorganisation eine ganze Menge an Weiterbildungsmöglichkeiten und Studienmöglichkeiten.
Also das ist genau richtig. Man kann auch mit einer guten Fachoberschulreife bei uns beginnen. Ich finde, dass mittlerweile, wir machen das seit 3 Jahren und man merkt es mittlerweile wirklich nicht. Wir haben eben etwas ältere Ausbildungsbeginner, die aus dem Studium kommen. Wir haben Abiturienten, die starten dann so mit 18, 19 und wir haben eben auch Realschüler, die starten dann mit 16 und es ist einfach eine ganz tolle Mischung und jeder kann von jedem da irgendwo profitieren. Ein ganz tolles Team. Mhm. Und die Weiterbildungsmöglichkeiten sind in der Tat sehr attraktiv. Ich selber durfte auch davon profitieren. Ich habe also auch nach meiner Ausbildung damals erst die Fachwirtin gemacht, dann die Betriebswirtin, die Ausbilderin und dann zum Schluss noch einen Trainerschein, sodass ich also jetzt auch trainieren und coachen kann. Und es gibt ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt eine Spezialisierung zum Individualkundenberater oder zum Firmenkundenbetreuer oder auch im Controlling-Bereich. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wie gesagt, der Mut und der Wille und auch das Können gehört natürlich dazu. Wie viele Stellen bieten Sie fürs nächste Jahr an in der Ausbildung? Für nächstes Jahr haben wir circa 5 bis 6 Ausbildungsplätze. Also 5 bis 6? Genau. Und die sind auch noch nicht vergeben? Also wir haben 3 aktuell schon vergeben, also rund die Hälfte ist weg und 3 suchen wir tatsächlich noch, Stand heute, im Berufsbild Bankkaufmann, Bankkauffrau. Wunderbar. Viel Erfolg euch weiterhin, Ihnen Vielen bei der Dank. Suche. Dank. Und das scheint mir tatsächlich ein sehr vielseitiger Beruf zu sein, mit vielen Möglichkeiten, sich dann nachher auch aufzufächern. Das war ein Einblick in Ausbildung und Arbeit bei der Stadtsparkasse Remscheid. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Stellen, kann man sich auf der Webseite bestimmt auch noch erkundigen.